ein kurzes Tutorial-Video zum Thema, wie man sein iPhone-Display richtig schützt. Ich habe jetzt hier ein iPhone 13 Pro und das gibt es quasi auch für die ganzen anderen Modelle. Und ich habe hier so einen Screen Protector, also eine Panzerglasfolie, herkömmlich auch genannt, quasi gekauft. Und hatte die auch schon jetzt bisher im Einsatz, beziehungsweise die geht halt dann teilweise kaputt, wenn man das ja natürlich fallen lässt. Aber zumindest bleibt dann auch das Display halt unbeschädigt. Und von daher ist es eher zu empfehlen, so eine Display-Schutzfolie zu installieren, um sich da so eine Display-Reparatur quasi zu sparen bei so einem iPhone. Weil die ist da relativ teuer, beziehungsweise kostet dann direkt mal 280 Euro. Je nachdem, ob man es original bei Apple machen lassen will oder auch, das ist eher zu empfehlen, bei Apple machen zu lassen. Und auf jeden Fall quasi kostet diese Display-Schutzfolie jetzt hier gerade im Juni 2022 knapp 19 Euro bei Amazon. Und von daher, ich sag mal, ein vernünftiger Preis, beziehungsweise man sieht jetzt auch hier, da sind dann eben zwei solche Gläser enthalten in dieser Packung. Und auch hier eben solche Alkohol-Wipes, beziehungsweise hier dann auch so ein Adapter quasi, den man da anbringen kann, um das Handy dann, um das richtig aufzutragen. Und das möchte ich jetzt mal in diesem Video hier ein bisschen erklären und auch zeigen, weil es gibt so ein paar Punkte, auf die man da eher achten sollte. Und bevor ihr jetzt das Ganze anfängt, empfiehlt es sich hier, euer iPhone eben auszuschalten, also runterzufahren. Und dann habt ihr auch relativ wenig Probleme bei der Installation selber. Dann kann da schon relativ wenig passieren. Dann empfiehlt es sich, wenn ihr da so eine Display oder so eine Hülle quasi am iPhone selber angebracht habt, nehmt die am besten ab, dass ihr das quasi hier so schön vor euch haben kann. Und ich kann auf jeden Fall diese Thoras Display-Schutzfolie empfehlen. Es gibt quasi unterschiedliche Display-Schutzfolien. Und hier sieht man eben, da ist außen herum noch so ein ganz kleiner, feiner, schwarzer Rand quasi unter dieser Folie mit dabei. Und das ist im Endeffekt besser, weil ihr damit quasi die anderen, diese nur durchsichtigen Folien haben meistens dann das Problem, dass sie nicht ganz bis zum Rand gehen, beziehungsweise dass da immer so ein Spalt ist außen herum und auch oben bei diesem Lautsprecher quasi noch ein größerer Spalt ist. Und dann ist natürlich der Worst Case, wenn es dann runterfällt und da irgendwie an diese Stelle doof hinfällt, dass es dann trotzdem kaputt geht, das Display darunter. Das heißt, es empfiehlt sich hier, so eine große Display-Schutzfolie zu nehmen, wie irgendwie möglich, dass da quasi so wenig wie möglich Spalten übrig sind, wo das kaputt gehen kann oder könnte. Und jetzt quasi könnt ihr dann hergehen, hier diese Alkohol-Wipes rausnehmen, also solche in Alkohol getränkten Tücher, das hier dann einfach öffnen und damit das Display quasi putzen. Und da sollte dann am Schluss auch nichts mehr drauf sein. Wenn ihr das hier nicht, wenn es nicht ausreicht, empfiehlt es sich eventuell eh zum Displayschutz oder Putzen auch, also eine Isopropanol-Lösung anzuschaffen. Die gibt es zum Beispiel bei Amazon für 19 Euro, also 1 Liter Behälter, und die reicht auf jeden Fall bei mir zumindest immer so, ja, deutlich über 2 Jahre, und dann kann man da auch zum Beispiel das iPad oder andere Displays halt putzen damit. Ihr müsst da nur vorsichtig sein, wenn die halt eine Beschichtung haben, dass ihr da nicht zu fest drückt und so weiter. Genau, auf jeden Fall putzt ihr dann hier das Display. Ihr schaut, dass da möglichst wenig Staub noch drauf ist, beziehungsweise am besten gar keiner mehr. Das geht teilweise halt leider nicht immer. Hat die auch schon mehrfach, dass es halt mal irgendwie nicht klappt. Und es empfiehlt sich eventuell auch, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr eine Dusche im Badezimmer habt, dann empfiehlt es sich, da die Dusche mal anzumachen und es im Badezimmer gegebenenfalls zu tun, weil quasi durch das laufende Wasser von der Dusche könnt ihr im Best Case den ganzen Staub aus der Luft oder den Großteil quasi entfernen, und dann habt ihr da bessere Chancen beim Aufbringen, dass da wenig Staub quasi in der Luft ist und da zwischen die Folien eurer Display kommt. Das heißt, das kann da ein Tipp sein. Und was hier auch noch vielleicht nützlich sein kann, wenn ihr dann nachher jetzt das Displayglas rausnehmt, beziehungsweise auch die Rückseite quasi diesen Schutz abnehmt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr währenddessen nicht ausatmet, beziehungsweise nicht in Richtung des Display ausatmet, dass da nicht wieder Staub hinbefördert wird. Und bei mir sieht das Ganze jetzt hier so aus, also relativ frei von allem, was ihr noch machen könntet. Wenn ihr da viel Staub seht, dann könnt ihr das theoretisch auch noch mit diesem Klebeband hier quasi entfernen. Mache ich jetzt persönlich eher weniger, beziehungsweise ich halte es gerade nicht für nötig. Und dann bringt ihr hier diesen orangenen Rahmen quasi auf. Das ist sozusagen eure Hilfe jetzt gleich beim Platzieren von diesem Display. Und dann nehmt ihr das Panzerglas heraus, setzt es hier unten an zum Beispiel und lasst es dann langsam herunter. Und dann könnt ihr hier diese Streichform nehmen und die von der Mitte herausstreichen und von unten nach oben genauso.
Und bei mir lief es jetzt etwas suboptimal ab. Ihr habt gesehen, währenddessen ist die Ärmel, die Folie quasi hier nicht ganz optimal gelegen. Darum musste ich die nochmal hochnehmen. Das kann teilweise halt passieren. Und ihr könnt jetzt am Schluss quasi, wenn ihr das hier auftragt, dann nochmal diese Ecken einmal abstreichen. Entweder hier mit euren Händen oder halt hier mit diesem Spachtel quasi. Da einmal vorsichtig an allen Kanten entlang fahren. Und jetzt sieht man halt, hier sind noch zwei, drei Luftbläschen quasi drin, aber das Ergebnis ist relativ gut. Von daher, so ist das Prinzip quasi, wie man eine Displayschutzfolie aufträgt. Und ihr habt jetzt quasi hier dann noch eine zweite. Wenn ihr da halt demnächst die irgendwann kaputt ist oder so, könnt ihr es dann natürlich nochmal machen. Und das ist vielleicht noch als kleiner zusätzlicher Tipp, wenn ihr hier dann euer iPhone quasi gewechselt habt und da eure Hülle auch wieder ranmacht, achtet darauf, dass hier in der Hülle und auch auf der Rückseite hier kein Staub ist, weil quasi die iPhones bzw. auch hier andere Smartphones natürlich genauso, die sind relativ anfällig, wenn da Staub auf der Rückseite zwischen der Hülle und dem iPhone quasi ist, dann verkratzt es im Worst Case quasi euren Rahmen oder auch die Rückseite. Und darum haben auch diese Apple Original Silikonhüllen oder auch Lederhüllen, die haben hier innen drin so ein Vlies, was relativ weich ist. Und das schützt natürlich auch davor, aber da kann man auf jeden Fall darauf achten, wenn man immer die Hülle quasi wieder anbringt, dass man das schön sauber macht. Das noch vielleicht so als letzte Anmerkung. Und von daher, das sollte ich hier dieses kurze Tutorial mal zeigen und erklären, wie man da am besten vorgeht. Wenn ihr Fragen dazu habt, packt die gerne unten in den Kommentarbereich. Und sonst soll das dieses Video gewesen sein. Ciao, ciao!